Meins. So, willkommen zurück. Da wird es wieder hell und wir gucken uns mit der nächsten Sequenz dann gleich mal an, wie es an. So, wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass es sich um eine sogenannte Umsiedlung, also in Anführungszeichen. Ihr könnt es jetzt nicht mehr sehen, weil ich die Kamera schon wieder ausgemacht habe, aber ich mache Anführungszeichen in die Luft. Migration. Ja. More like extermination. Ihr hört es ja selbst. You stay here. Also die Purgation wird als Umsiedlung, als Migration gepriesen, angepriesen, aber ja, nee, nicht wirklich. So, und hier werden wir gleich einen neuen Charakter kennen und ich nenne sie jetzt einfach mal. What's our motto? The Army's no match for Nora. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon beim Namen nennen soll oder nicht, weil ich glaube. Vorhin Lightnings Anhängsel hat auch noch keiner benannt, von daher nennen wir diesen jungen Mann jetzt einfach mal den Helden. So, hier bei der Widerstandsfront legen wir gleich mal los. Ich habe die Kamera immer noch nicht umgestellt. Aber mein Gott, man gewöhnt sich. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt, jetzt ist es auch egal. Vielleicht mache ich es wie, ich glaube, ich habe damals beim... Wir haben noch nichts verbrochen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich es auch... Ich stelle das jetzt um. Gott, das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich es... Ich mache jetzt mal auf duale Initiierung. Ich glaube, beim... Oh ne, das ist auch komisch. Oder ist das komisch? Komisch. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich es irgendwie nach 20 Stunden oder so habe ich es umgestellt. Boah. Da hast du gerade angefangen, dich dran zu gewöhnen. Und ja, das hier fühlt sich besser an. So, wir lassen jetzt einfach mal das Gespräch sein. Wir hätten uns nicht wehren sollen. Sagte er und sprach doch mit den Leuten. Oder auch nicht. Er will nicht mit uns reden. Gut, dann gucken wir uns einfach nochmal genauer die Geschäfte hier an. Hier können wir nämlich kaufen, was wir momentan noch nicht machen, weil Heiltränke haben wir echt genug. Ich denke, die brauchen wir gar nicht. Und eben speichern. Und jetzt möchte ich kurz mal, weil ich speichere mich hier immer neue Spieldaten. Ich habe es doch gewusst. Ich brauche nur einen. Ich brauche nur Spielstand 5. Danke. Verdammt. Ja. Gut, völlig irrelevant. So, mal gucken. Die nächste Zwischensequenz. Ja, am Anfang ist wirklich sehr viel Zwischensequenz. This is crazy. Aber das ist halt auch normal, wenn die, Really? Can I? Sure. Wenn die Story noch erklärt wird. Und für Widerstandskämpfer sind die hier ganz schön entspannt. Ich meine, der Typ steht unter Beschuss und legt sich einfach mal hin. Schon krass. Let's prove it. Yeah. Alles klar, auf in den Kampf. Macht sie fertig. Sanctum's gonna pay for this. So, hau drauf, Junge. Du Held. Nothing to worry about. So. Ah, genau, wir kennen die Namen schon, weil sie da unten stehen. Gut, dann kann ich den... Da kann ich Lightnings Anhängsel ja auch Sarge nennen und ihn hier Snow. Ist ja dann wurscht. Hat sich zwar nicht vorgestellt, aber wir kennen seinen Namen trotzdem. So gut sind wir. Ja. So,
bizarre, Snow. Kämpf dich hier mal durch. Attacke, Angriff. Ach, ich mag den Anfang von dem Spiel so. Es ist noch so einfach. So, und hier haben wir quasi Snows Rundumschlag gesehen, die Handgranate. Weil Snow haut nämlich mit seinen Fäusten drauf. Gut, da wäre ein Rundumschlag theoretisch auch möglich, aber ich glaube, eine Handgranate ist da doch effektiver. Ah, noch mehr. There are soldiers everywhere. Yo, Boss, what's the plan? Charge in, guns blazing. Hey, that's not a plan. Real heroes don't need plans. Auf jeden Fall sind die alle sehr überzeugt von sich in dem Spiel. Lightning war also extrem überzeugt von sich, die Gruppe, also die Nora Widerstandsgruppe ist auch so extrem überzeugt von sich. So, haut drauf, solange er noch im Schock ist. Dann werft mal eine Handgranate auf ihn hier. Auch wenn es nicht reicht, gut, dann greifen wir eben einfach nur an. So, klatsch, klatsch. Okay, dann, okay. Ja, manchmal sind die Gegner schneller tot, als man angreifen kann. Das ist zumindest am Anfang ist es noch so. Später hat man das Problem zumindest nicht mehr. Aber... macht ja auch nichts. Gott, hier liegen überall Leichen von so einem Mist. Ich will nicht, dass wir auch dabei liegen. Deswegen kämpfen wir hier auch weiter. Und hier würde sich doch eine Handgranate theoretisch lohnen, da hinten hin. Nein, jetzt rennt er nach vorne wie Sau. Ja, manchmal... Ich meine, es ist bei weitem nicht mehr so statisch wie in früheren Final Fantasies, wo die Gegner halt wirklich an einem Punkt stehen geblieben sind, sondern man hat wirklich mehr das Gefühl, dass man tatsächlich sich in einem Kampf befindet. Auf der anderen Seite hat man dann eben aber auch Probleme damit, dass man so eine Rundum-Attacke plant und sich der Gegner dann wegbewegt und dann ist der ganze Plan für den Arsch. Und ich sage in früheren Final Fantasies und meine dabei hauptsächlich Final Fantasy X, weil, beziehungsweise was vor Final Fantasy X kam, weil Final Fantasy XII habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Ich habe ja bis heute noch die Hoffnung, dass da eventuell noch ein HD-Remake rauskommt. Wurde ja mal irgendwie gesagt, wenn sich Final Fantasy X gut verkauft, denken sie über Final Fantasy XII nach und Final Fantasy X hat sich verdammt gut verkauft. Witzigerweise besser als die neuen Hauptteile. Sagt ja auch schon einiges aus. Aber ja. Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe Final Fantasy XII auch hier. Ich könnte es spielen, aber... jetzt spiele ich erstmal Final Fantasy 13. Wenn auch ein weiteres Mal, aber macht ja nichts. Don't worry. No one's moving to Pulse today. Yeah! We'll clear you a path out of here, so be ready to. Wait! Let me fight with you! You can't expect us to just sit here! Good help. Yep. Please, let us help! Ich bin mir nicht so sicher, ob es eine gute Idee ist, die normalen Bürger mitkämpfen zu lassen. Ich meine, wenn sie kämpfen wollen, okay, aber meistens ist es ja halt doch nur Kanonenfutter. Entschuldigung. Mom? Gerade als Mutter sollte man das wirklich nicht tun. Gute Frau, lass es sein. Ja, yeah, feels good. Yeah, nice. Can you show me again? You got it. That's how it works. You sure? Ich hab doch gewusst, dass er genauso Gewissensbisse hat. Moms are tough. Wobei das natürlich auch ein Argument ist, aber ja. It's the last one, boss.
All right, last one. Somebody take it. Yeah. Ich bin mir nicht so ganz. Keep him safe. Bin mir nicht so ganz sicher. First impression of snow. Ich hätte hier zum Beispiel All Talk anders übersetzt, aber ich weiß auch nicht, wie es im Originalenglisch heißt, weil All Talk ist eigentlich nur so Großmaul quasi. Also kann natürlich auch sein, dass die englische Übersetzung gar nicht so nah am Original ist. Ist ja meistens so, dass der Text näher am japanischen Original ist als die englische Synchro. Auf der anderen Seite, ich kann es verstehen, dass man als Widerstandskämpfer so viel Gefährten haben will, wie man kann. Auf der anderen Seite mit Frauen und Kindern und überhaupt Leuten, die sich mit Waffen dann vielleicht gar nicht auskennen, ist halt wirklich fraglich, ob das nicht einfach nur Verschwendung von Leben ist. Aber gut, letztendlich sind wir ja der Held und retten sie sowieso alle. Von daher, ich lasse die ganzen Ausrüstungen, die lasse ich jetzt momentan auch mal sein. So ein Tutorial ist das wohl, denke ich, noch nicht nötig. Aber ich speichere nochmal. Spielstand 5. Bevor ich mich dann in den Kampf werfe. Meine neuen Rekruten beschütze. Ich finde es ja sowieso immer ganz witzig, wie sie hier im Kampf beschossen werden und es ist ihnen egal. Auf der anderen Seite, wenn sie in der Zwischensequenz oder so, das war bei Final Fantasy X ja auch schon so, mit einer Waffe bedroht werden, sind sie alle halt wie richtige Menschen so, wow, wow, hey, nicht schießen, ganz ruhig, töte mich nicht. Ach gut. Es ist halt immer noch ein Spiel. Und ich glaube, realistische Kampfszenen kann man in so einem Spiel sowieso nicht bringen, weil sonst macht ja keinen Sinn. Da würde jeder nach einem Schuss gleich sterben. Also nicht unbedingt nach einem, aber zumindest könnte er danach, glaube ich, nicht mehr groß. Ist ja auch egal. Es ist ein Rollenspiel, es ist ein Fantasy-Spiel vor allem. Es ist, heißt nicht umsonst Final Fantasy. Von daher wollen wir uns über sowas mal nicht aufregen und eigentlich auch gar nicht drüber diskutieren. Sondern überbrücken mit diesem kleinen Gespräch nur diesen Kampf und kämpfen uns dann weiter hier über Brückland. Was ein sehr passender Name ist, weil also viel mehr als Brücken haben die hier nicht. Jetzt kommen wieder die großen Gegner. Heroes don't run from fights. So, da haben wir unseren nächsten, ich sag mal, Mini-Boss. Auch wenn er, ich habe ja das Lösungsbuch neben mir liegen, so als wow. Ich brauch's zwar momentan nicht, aber wer weiß, vielleicht brauche ich es ja irgendwann mal. Ich habe es auf jeden Fall mal so neben mir liegen. Und der Gegner hier wird nicht als Zwischenboss oder als Endboss betitelt, wobei es halt, wie gesagt, das erste Kapitel ist mehr oder weniger. Einfach nur das Tutorial-Level, damit man sich mal ein bisschen an die Spielmechanik gewöhnt. Zumal sich die Tutorials ziehen sich, glaube ich, noch ein bisschen mit ins dritte Kapitel. Also man lernt immer wieder was Neues zum Kampfsystem. Und ich sehe schon, wir haben hier einen Heiler, der unsere TP, gut, in dem Spiel sind es TP, wieder ein wenig auffrischt. Von daher müssen wir uns hier gar keine Sorgen machen und können einfach draufhauen, wie es uns gefällt. Und bevor er uns hier aufspießt, machen wir einen Platz. So, 5-Sterne-Wertung. So gefällt mir das. Und ich glaube, das waren Heiltränke. 5 Stück.
Das sind definitiv schwere Geschütze. Nö, ey. Ja, doch. Stay down. Und eins muss man Snow tatsächlich lassen. Mut hat es. Läuft nicht immer so einwandfrei, aber er hat auf jeden Fall. Und ich glaube, die Kanone hier ist auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, also. I told you, didn't I? Aber gut, dass die Mutter mitgekommen ist. Immerhin hat sie hier einem unserer Helden das Leben gerettet. Aber zu welchem Preis? Selbst fast noch halten kann und dann bist du von hinten mitgerissen. Get him home, please. Hold on. Ja, ich will speichern, aber ich dachte eigentlich noch nicht, dass ich den Part hier schon beende, was ich auch nicht tue. Wobei es auch ein guter Moment gewesen wäre, aber ich... bleib jetzt einfach mal noch ein bisschen hier. Those people won't even live long enough to die on Pulse. That was the idea. What? Sanctum logic. They conjured up the purge to eliminate a threat. I mean, why carry the danger all the way to Pulse? Why not just stamp it out here? Execution masquerading as exile. That's all the purge ever was. So, und hier wird uns jetzt wenigstens auch erklärt, was die Purgation ist. How does the government get away with pulling crap like that? And you, you knew this was gonna happen? The purge was Psycom. Private Sanctum troops, not the Guardian Corps. Psycom? Guardian Corps? Soldiers are soldiers, aren't they? Pulse Foul C and their lessee are enemies of the state. Tell a soldier to kill an enemy, and you really think it's gonna matter what uniform he's wearing? Might have mattered to that one. Couldn't shoot. Got himself shot instead. How about you? Order say shoot, you pull the trigger? Fine. Forget I asked. Wait, what?
So. Gut, dann kämpft man nochmal ein bisschen mit Lightning weiter und die Orion-Drohne. Ah, okay, okay. Dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Ja, ich hätte hier auch ein Päuschen machen können, aber ich bleib einfach mal noch wieder bei und beende das erste Kapitel jetzt. Und ich sollte Sarge heilen, bevor er stirbt. Phönixfedern sind nämlich etwas wertvoller. Die will ich nicht so einfach verbrauchen. Und man kriegt schon mit. 72 Schaden ist halt schon ordentlich. Und dann muss ich... Nee, ich heile Sarge jetzt hier nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr, denn ich packe die Orion-Drohne so. Mit 5 Sternen. Und ich war eben in der Zwischensequenz vor allem auch sehr still, weil es eigentlich eine sehr traurige Zwischensequenz war. Kommt doch mal ein bisschen Emotion rüber. So, was geht nun? Das hier sieht nach CGI aus. Attention, Purge Devotees! Attention, Purge Devotees! Put down your weapons and surrender immediately! Your removal is the will of the people of Cocoon. Should you attempt to flee, the Sanctum. Sollte die Fliege das Sanktum alles Nötige tun. So, Snow lebt noch. Na, immerhin. Sarah. So, und es geht um eine Sarah. Die kennen wir noch nicht. Ich meine, ich weiß natürlich, wer Sarah ist, aber so rein von der Story her kennen wir Sarah noch nicht. The Pulse File C. Das riesige Teil hier ist unser Gegner, ja, dann viel Spaß. Mom, don't worry. We'll be okay. Mom. Ich fand das hier, das Lächeln hier sah leicht creepy aus, ich weiß ja auch nicht. It's too much, isn't it? Face it later. Ciao! Hey! Auf jeden Fall eine echte Frohnatur. Dafür, dass sie hier im Kriegsgebiet ist und überall um sie rum Menschen sterben. Ist eine echte Frohnatur. You said it made you happy when I smiled, didn't you? But really, I was afraid. I was always afraid. So, und wir haben noch ein paar Sequenzen. Noch wollen wir diesen Part nicht beenden, aber ich denke gleich. How do you figure that pulse file scene? Is different from the Sanctums. So, und genau hier um geht's nämlich. Time to jump. Yeah. Hey, hey! Hey! Hey, Lord! What the? Hey! Er ist genauso beeindruckt, wie ich es am Anfang war. Ich habe keine Ahnung, was dieses komische Schnittding ist, was sie da hat, aber ich will das auch. Scheint irgendwie ein Kraftfeld zu sein, Gravitationsfeld oder irgendwie sowas. Ich bin da in Physik definitiv nicht gut genug bewandert, um das einschätzen zu können. Aber ja, das ist eben auch die Frage, wo ist der Unterschied zwischen dem Sanctum Falsi, die Menschen beschützen eigentlich, und dem Pulse Falsi, außer eben, dass er von der Unterwelt, der sogenannten Unterwelt stammt. What about the others? Aber gut. They didn't die. Schauen wir einfach mal, wie sich das in der Story weiterentwickelt.
gleich sind wir hier mit dem ersten Kapitel fertig und können diesen Part dann als beendet ansehen, wobei wir hier auch wieder nicht allzu viel gespielt haben eigentlich. Es war wieder mal mehr Zwischensequenz als Spiel, aber mein Gott. Wir lassen ihn jetzt erstmal die Story ein wenig entfalten und dann geht's ans Spielen. You doing? So what are you afraid of, huh? You're supposed to be the hero. She's waiting there, ain't she? Your lovely bride-to-be? Isn't it about time you picked her up? Yeah. Okay. Die Story ist noch ein einiges verworrener als als man in diesem Moment zu wissen glaubt. Now you're talking. Aber ich bin eigentlich bin ich ja ein Fan von verworrenen und ineinander verknüpften und so Geschichten. Vielleicht habe ich damals auch einfach nur nicht gut genug aufgepasst und war deshalb so verwirrt. Weil so an sich ist es ja tatsächlich nicht so kompliziert, was die Story betrifft. Und ich merke hier auch, dass es zumindest am Anfang relativ gut eigentlich erklärt wurde. Man muss es halt nur mitkriegen. Und ich glaube, das war mein Fehler. Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Den Zusammenhang nicht so wirklich verstanden, aber mein Gott. Ne, ich wollte eigentlich die Rückkammer. Gegen wen? Im Prinzip ist es tatsächlich egal, gegen wen, weil hier wird tatsächlich auch jeder getroffen. Und uns fehlt irgendwie die heilende Hand, das habe ich hier das Gefühl. Von daher nutzen wir einfach nochmal den Heiltrank. Das schadet auf jeden Fall nichts. Wir haben ja genug davon. Auch wenn wir den Kampf jetzt auch locker ohne gewonnen hätten. Aber wie gesagt, das schadet nichts. Solange wir genug haben, können wir Heiltränke ja nutzen, wie wir wollen. Und ansonsten dürften wir gleich am Ende des ersten Kapitels angelangt sein. Hier irgendwo schwebt noch ein Item rum. Ich hör's doch. Ja. Gucken, was da noch drin ist. 100 Gil. Also die Währung in Final Fantasy, ich glaube schon wirklich seit dem ersten. I want every weapon ready to fire. Stay sharp. Alright, on my go. Right. Go! Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie Snow auf die Idee kommt. Also, ich meine, jetzt mal ernsthaft. Er ist hier im Kriegsgebiet, überall feuern sie mit Waffen auf ihn und er rennt da rein und haut den eine. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ich würde mir zumindest mal eine Pistole oder sowas mitnehmen. Aber er verkloppt die Leute ja nur. Aber es funktioniert ja. Solange es funktioniert, ist ja alles okay. So. Das hier untersuchen wir und beenden damit diesen Part. That's a sad sound. Sobald in der Zwischensequenz ein schwarzer Bildschirm kommt. Ein schwarzen Bildschirm! Hey, Godot. Yeah? Godot. If you don't know who you gotta save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah.
set, go! Go! Ich war ein bisschen zu schnell, aber ja, im Prinzip. Lass die mal ihr kleines Rennen fahren. Und ich hab einen schwarzen Bildschirm. Einen schwarzen Bildschirm hab ich. Ich hab das neulich wieder gehört, deshalb fällt es mir jetzt wieder so ein. Weil ich hab tatsächlich einen schwarzen Bildschirm und damit erkläre ich das erste Kapitel für beendet. Und wir sehen uns gleich im zweiten Part wieder, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 13.